Schön, dass du da bist. Lehn dich zurück und lausche den zweiten Teil der besten Zitate von Eckhart Tolle zum Thema Bewusstsein. Ich habe dazu Musik mit Gammawellen ausgewählt, welche deine Energie erhöhen und dein Bewusstsein erweitern. Du kannst sie immer wieder zwischendurch hören, vor allem wenn du das Gefühl hast, dass du gerade einen Energiepush benötigst. Jeder, der mit seinem Verstand identifiziert ist, statt mit seiner wahren Stärke, dem tieferen im Sein verankerten Selbst, wird die Angst als ständigen Begleiter haben. Das Leben ist ein Abenteuer, keine Pauschalreise. Warten ist ein Geisteszustand. Grundsätzlich bedeutet es, dass du die Zukunft willst. Du willst nicht die Gegenwart. Du willst nicht das, was du hast. Du willst das, was du nicht hast. Mit jeder Art von Warten schaffst du unbewusst einen inneren Konflikt zwischen deinem Hier und Jetzt, wo du nicht sein willst, und der projizierten Zukunft, wo du sein willst. Das reduziert die Qualität deines Lebens gewaltig, weil du die Gegenwart verlierst. Akzeptiere alles. Akzeptiere alles, was dir die Gegenwart bietet, als hättest du es dir ausgesucht. Arbeite mit dem, was du hast, und nicht dagegen. Das Leiden ist so lange nötig, bis du erkennst, dass es unnötig ist. Die Vergangenheit hat keine Macht über den gegenwärtigen Augenblick.
Immer wenn du bemerkst, dass irgendeine Form von Negativität in dir entstanden ist, sieh das nicht als Versagen, sondern als ein hilfreiches Signal, das dir sagt: Wach auf, lass den Verstand zurück, sei gegenwärtig. Stille ist deine wahre Natur. Was ist Stille? Der innere Raum vom Bewusstsein, in dem diese Worte wahrgenommen und zu Gedanken werden. Ohne dieses Bewusstsein würde es Wahrnehmung, keine Gedanken, keine Welt geben. Du bist dieses Bewusstsein in Gestalt deiner Person. Wahre Intelligenz arbeitet im Stillen. Es ist die Stille, in der Kreativität und Problemlösungen zu finden sind. Ich bin nicht meine Gedanken, Emotionen, Sinneseindrücke und Erfahrungen. Ich bin nicht der Inhalt meines Lebens. Ich bin das Leben selbst. Ich bin der Raum, in dem alle Dinge passieren. Ich bin Bewusstsein. Ich bin das Jetzt. Ich bin. Schau dir einen Baum, eine Blume, eine Pflanze an. Lass dein Gewahrsein darauf ruhen. Wie still sie sind, wie tief sie im Sein wurzeln. Lass zu, dass die Natur dich die Stille lehrt. Wenn du den Kontakt mit deiner inneren Stille verlierst, so verlierst du den Kontakt mit dir selbst. Wenn du den Kontakt mit dir selbst verlierst, verlierst du dich selbst in der Welt. Dein innerstes Verständnis von dir selbst, was du bist, ist untrennbar von Stille. Dies ist das Ich Bin, das tiefer ist als Name und Form.
Die ewige Gegenwart ist der Raum, in dem sich dein gesamtes Leben abspielt. Die einzige Kraft, die beständig ist. Leben ist jetzt.